omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Der Papst lädt jetzt ein zum gemeinsamen Gebet des Vaterunsers. Audemus dicere, Pater nostre. Quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und anschließend wünscht der Papst allen den Frieden mit dem Ruf Pax Vobiscum. In spiritu Christi, quia mortuis resurrexit, offerte vobis pacem. Der Diakon hat die Gläubigen aufgefordert, sich gegenseitig den Friedensgruß zu geben. Schola stimmt bereits den Agnus Dei-Gesang an, wird gesungen zur Brechung der Hostien des Brotes des Leibes Christi. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich Christus hingegeben hat für die Menschen, dass er sie nährt und ihnen Leben schenken will. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser, gib uns deinen Frieden. Oh.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Der Papst zeigt die Hostie, das Lamm Gottes, und lädt ein zur Kommunion. Währenddessen gehen die Priester schon mit den Schalen zu den Gläubigen an die verschiedenen Stellen des Petersplatzes, um ihnen die Kommunion dort auszuteilen. Stehen. Sie alle sollen die Möglichkeit haben, auch zu kommunizieren. Daher die Kommunionausteilung durch die vielen Priester und die gelb-weißen Schirme, die Sie sehen, deuten den Gläubigen an, wo die Kommunion ausgeteilt wird, wo sie hingehen können. Einige Gläubige sind auserwählt, beim Papst selbst kommunizieren zu dürfen. Das ist eine besondere Ehre, wenn man vom Heiligen Vater selbst die Kommunion empfangen darf. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Er greift das Evangelium auf, das wir gehört haben, das von dem sogenannten ungläubigen Thomas spricht, der dann doch den Glauben gefunden hat an die Auferstehung Jesu. Darauf folgen dann weitere Verse aus Psalm 118, den wir schon zum Zwischengesang gehört haben. Die Tradition der Kirche erkennt in diesem Psalm schon immer einen österlichen Psalm, in dem die Auferstehung Christi vorgebildet und gefeiert wird. Hier sehen wir Schwester Simon-Marie-Pierre, die auf die Fürsprache des neuen Seligen von ihrer Parkinson-Krankheit geheilt wurde. Und während jetzt hier auf dem Petersplatz die Kommunionausteilung vorangeht, möchten wir Ihnen mit Texten und Bildern den seligen Johannes Paul II. In Erinnerung rufen. Er war ein Mann des Gebets. Jeden Tag widmete er viele Stunden der persönlichen Andacht. Das Gebet ist der innere Motor seines Wirkens gewesen. Hören Sie Ausschnitte aus einem Gebet zum Heiligen Geist, das Johannes Paul II. 1998 verfasst hat. Heiliger Geist, du Gast, der die Herzen erfreut, mach uns innerlich bereit, dich im Glauben zu feiern, in der Hoffnung, die nicht trügt, in der Liebe, die keinen Lohn erwartet. Geist des Trostes, unversiegbare Quelle der Freude und des Friedens, wecke Solidarität mit den Notleidenden, schenke den Kranken den notwendigen Beistand,
erfülle die Bedrückten mit Zuversicht und Hoffnung, stärke alle in ihrem Streben nach einer besseren Zukunft. Geist des Lebens, durch den das Wort Jesus Christus im Schoß der Jungfrau, der Frau des Schweigens und des Zuhörens, Maria, Fleisch geworden ist, mache uns den Eingebungen deiner Liebe gegenüber fügsam und bereit, immer die Zeichen der Zeit zu erkennen, die du auf dem Weg der Geschichte setzt. Dir, Geist der Liebe, dem allmächtigen Vater und dem eingeborenen Sohn, sei Lob, Ehre und Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Paul II. Ist im Laufe seines langen Pontifikats zahllosen Menschen begegnet. Und er hat sie gesegnet. Viele berichten von der besonderen Ausstrahlung, die der Papst dabei hatte. Hören Sie einen Gedanken aus der Enzyklika Redemptor Hominis, die er 1979, also zu Beginn seines Pontifikats, verfasst hat. Der Gott der Schöpfung offenbart sich als Gott der Erlösung, als Gott, der sich selbst treu ist. Treu seiner Liebe zum Menschen und zur Welt. Seine Liebe ist eine Liebe, die von nichts zurückweicht, was die Gerechtigkeit in ihm selbst fordert. Die Liebe ist vor allem größer als die Sünde, als die Schwachheit und die Vergänglichkeit des Geschaffenen, stärker als der Tod. Es ist eine Liebe, die stets bereit ist, aufzurichten und zu verzeihen, stets bereit, dem verlorenen Sohn entgegenzugehen und immer auf der Suche ist nach dem Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes, die zur künftigen Herrlichkeit berufen sind. Diese Offenbarung der Liebe wird auch Barmherzigkeit genannt. Diese Offenbarung der Liebe und der Barmherzigkeit hat in der Geschichte nur eine Form und nur einen Namen. Sie heißt Jesus Christus.